Sie sehen den Wirtschaftskalender für Mittwoch, den 7. September. Lassen Sie uns reinsehen, welche Pressemitteilungen die Devisenmärkte heute erschüttern könnten. Um 6 Uhr werden die deutschen Daten zur Industrieproduktion für den Monat Juli veröffentlicht. Nach dem 0,9%igen Rückgang im Vormonat haben sich die Daten im Juni wieder erholt. Die Daten zur britischen Industrieproduktion für Juli folgen um 8:30. Die Produktionsumfänge haben sich in den letzten 2 Monaten zwar verringert, die jüngsten Daten aus Großbritannien hatten aber recht positiv überrascht, weil das schwache Pfund sowohl die Daten zum verarbeitenden Gewerbe als auch zum Dienstleistungssektor angekurbelt hat. Um 12:45 wird Mark Carney, der Vorsitzende der britischen Notenbank, vor dem Parlament des Ausschusses über den Inflationsbericht sprechen, und dies ist die erste Anhörung zur Inflation nach dem Brexit. Um 2 werden die amerikanischen Daten zu den JOLTS-Stellenangeboten für Juli publiziert. Die Anzahl neuer Jobs hat sich im Juni von dem 6-Monats-Tief aus dem Vormonat wieder erholt. An dieser Stelle muss gesagt sein, dass das niedrige Niveau immerhin über 5,5 Millionen lag. Zur gleichen Zeit wird die Notenbank Kanadas ihren geldpolitischen Bericht veröffentlichen. Der Zinssatz ist in den letzten 9 Monaten unverändert geblieben. Mit etwaigen Handlungen rechnen die Händler diesmal aber auch nicht. Und die britischen Daten zur monatlichen Bruttoinlandsproduktschätzung für August erscheinen zur gleichen Zeit. Der bisherige Bericht umfasste die 3 Monate bis einschließlich Juli, und im Vergleich zum 0,6%igen Zuwachs aus der vorhergehenden Periode wurde eine deutliche Verlangsamung fixiert. Die neuesten Daten zum Bash-Book der amerikanischen Notenbank sind auf 6 geplant. Die Vertreter der amerikanischen Notenbank haben die Wahrscheinlichkeit einer Leitzinserhöhung im September mehrmals angesprochen. Und dieser Bericht wird die dazugehörige Dokumentation enthalten. Die britischen Daten zur RICS-Hauspreisbilanz für August folgen um 11:01. Im Juni stürzte der Index um 10 Prozentpunkte, und zwar auf einen 3-jährigen Minimalwert, was darauf deutet, dass der Immobilienmarkt von dem Brexit besonders hart getroffen wurde. Die endgültige Version des japanischen Bruttoinlandsproduktes aus dem 2. Quartal wird um 11.50 Uhr zur Verfügung stehen. Die vorläufige Schätzung sieht die japanische Wirtschaft in einer Stagnation, und die kommenden Daten könnten dies auch bestätigen. Und die Daten zur australischen Handelsbilanz für den Monat Juli schließen den Zeitplan um 13:30 ab. Das Handelsdefizit ist im Juni gestiegen, da die Exporte sanken und die Importe wuchsen. Mein Name ist Giyas Khalil, dies war der Wirtschaftskalender. Ich bedanke mich für das Zusehen und schalten Sie morgen wieder ein. Bis bald.